Du möchtest den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin zurückgewinnen und gleichzeitig hat er oder sie bereits wieder eine neue Partnerschaft, dann zeige ich dir in diesem Video eine Anleitung, der du folgen kannst. Wichtig, natürlich gibt es niemals eine 100% Garantie, weil Situationen unglaublich individuell sind, aber ich bin mir sicher, dass du hier sehr viele wertvolle Informationen für dich und dein weiteres Vorgehen mitnehmen kannst. Und damit möchte ich auch direkt anfangen, nämlich das allererste, so bevor ich jetzt zum ersten Schritt für dich komme, das allererste, was du verstehen musst, ist, dass es jetzt erst einmal schwierig ist, an ihn oder sie ranzukommen und dass du im richtigen Moment zuschlagen musst. Das heißt, das Grundkonzept der Strategie baut darauf auf, dass du erst wieder intensiver in Kontakt mit dem Ex-Partner, der Ex-Partnerin gehst, wenn deine Chancen am höchsten sind. Und das ist immer dann, wenn es bei ihm oder ihr in der jetzigen Beziehung kriselt. Das ist etwas, das du verstehen musst. Wenn du es versuchst, wenn die Beziehung gut läuft oder er oder gerade sie gerade sehr viel Spaß in dieser Beziehung hat, dann stehen deine Chancen sehr, sehr schlecht und viele Versuche scheitern einfach und man verletzt sich am Ende nur. Deswegen ist für dich wichtig, in dein Bewusstsein reinzubekommen, dass du den besten Moment hast für eine Rückeroberung oder für eine Kontaktaufnahme oder eine Kontaktintensivierung, wenn es in der Beziehung beim Ex-Partner oder der Ex-Partnerin kriselt. Denn du musst eins wissen, meistens werden Beziehungen nach einer Trennung immer nur eingegangen, um eben Trost zu finden oder um Ängste zu stillen. Beispielsweise, wenn der Ex-Partner, die Ex-Partnerin davor Angst hat, einsam zu sein. Das haben ganz, ganz viele Menschen. Dann sucht man sich relativ schnell eine neue Beziehung, ohne die Qualität der Beziehung zu prüfen. Oder weil man sich nicht geliebt fühlt und einfach diese Bestätigung braucht, sucht man sich direkt was Neues. Oder einfach, um die Trennung leichter zu verarbeiten. Das Ding ist aber, dass diese Beziehungen meistens nicht lange halten und dass es relativ schnell wieder kriselt. Nicht überall, aber meistens. Und daher ist das der beste Ansatz, erst einmal zu warten und sich erst einmal zurückzuziehen. Denn wenn du dich jetzt einmischen würdest, dann würdest du ihn oder sie unter Druck setzen und es passiert unglaublich schnell, dass er oder sie sich entscheiden müsste jetzt zwischen dir oder der neuen Beziehung und ihr habt euch gerade getrennt. Also wie würde die Entscheidung ausfallen? Er oder sie würde dich wahrscheinlich aus dem eigenen Leben raus verdammen und das musst du natürlich vermeiden. Deswegen solltest du dir erstmal bewusst machen, was das Ziel ist. So. Und jetzt besteht der erste Schritt darin, erst einmal auf Abstand zu gehen. Das heißt nicht, dass du in eine Kontaktsperre gehen musst. Das ist überhaupt nicht notwendig. Ihr könnt auch weiterhin freundschaftlich noch zusammenbleiben. Ihr könnt euch hin und wieder noch sehen und treffen, eine Zeit zusammen verbringen. Aber so energetisch gehst du erstmal nur ein bisschen raus und gehst aus diesem Rückeroberungsgedanken weg. Also von diesem Gedanken weg, dass du jetzt ihn oder sie mit allem, was du tust, zurückerobern möchtest, sondern lass erstmal alles ein bisschen abkühlen und ziehst dich aus der ganzen Nummer raus. Das ist wichtig, weil du auf diese Weise vermeidest, ihn oder sie zu sehr unter Druck zu setzen. Wichtig ist jetzt viel Fokus auf dich zu haben. Hab im Hinterkopf, du schlägst zu, wenn der richtige Moment gekommen ist. Und der ist genau jetzt gerade nicht. Das heißt, jetzt gehst du erstmal auf Abstand. Also du musst auch keine Kontaktsperre aufbauen, das ist nicht notwendig. Wenn ihr noch Verbindung habt, ist es sogar in vielen Teilen positiv. Aber schau für dich, das ist wichtig, wie gut es dir damit geht. Wenn es dir damit nicht gut geht, ist es manchmal auch sinnvoll, vielleicht in eine Kontaktsperre zu gehen, je nachdem, womit du dich besser fühlst. Der nächste Schritt ist, dass du jetzt den Fokus auf dich nimmst. Dabei ist ganz entscheidend, dass ich immer wieder, dass diese Fehler gemacht werden, dass du von manipulativen Methoden Abstand hältst, wie beispielsweise er oder sie hat eine neue Partnerschaft, dann gehe ich jetzt auch in eine neue Partnerschaft und mache ihn oder sie mal richtig eifersüchtig. Oder ich arbeite mit irgendwelchen Push-and-Pull-Methoden oder starte irgendwelche Racheaktionen oder und so weiter. Halte Abstand davon. Was jetzt wichtig ist, ist, dass du den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin auf die richtige Art und Weise, ich sag mal so, verlässt oder die Situation behandelst. Nämlich, dass du dich für ihn oder sie freust, dass er oder sie eine neue Beziehung gefunden hat. Weil du ihm oder ihr damit zeigst, dass du ihn oder sie wirklich liebst. Weil der Ex-Partner, der wird das wissen, dass es dir damit nicht gut geht. Aber trotzdem
ergibst du ihm oder ihr das. Und es ist auch möglich, das auszuhalten, indem du mit dem Konzept und der Kraft der bedingungslosen Liebe arbeitest. Sozusagen die Trennung nicht aus dem Ego der bedingten Liebe verarbeitest. Das heißt, ich kann dich nur lieben, wenn ich etwas von dir zurückbekomme, sondern aus der bedingungslosen Liebe. Das heißt, ich stelle keine Bedingung daran, dich zu lieben. Ich lasse mein Herz da, wo es ist, für dich. Und das darf dich weiterhin lieben, aber von dir muss dafür nichts zurückkommen. Auf diese Weise gibst du einen Impuls an den Ex-Partner und die Ex-Partnerin, der ihm oder ihr ganz klar zeigt, dieser Mensch liebt mich wirklich und meint es wirklich ernst mit mir. Das ist für später ganz wichtig, weil du im späteren Verlauf, wenn es eben in der Beziehung kriseln sollte und er oder sie kommt zurück zu dir, viel bessere Karten hast, denn er oder sie weiß, wow, ey, diese Frau hat mich wirklich geliebt, dieser Mann hat mich wirklich geliebt, der hat mir das Beste gewünscht in der Situation, wo mich jeder eigentlich hätte hassen müssen. Das heißt, das Herz von ihm oder ihr schlägt wirklich für mich. Wichtig ist dabei, dass du das nicht einfach nur sagst und manipulierst, sondern dass du es wirklich kultivierst. Wir haben immer zwei Möglichkeiten, eine Trennung zu verarbeiten. Entweder aus dem Ego oder aus dem Herzen. Und wenn wir es aus dem Herzen verarbeiten, verarbeiten wir Trennung viel, viel schneller. Der Trennungsschmerz lässt viel, viel schneller nach. Und es geht uns viel, viel schneller, viel, viel besser. Das liegt daran, dass wir während des Verarbeitungsprozesses immer noch im Herzen sein können. Und wo fühlen wir uns wohl, wo fühlen wir uns glücklich, wo fühlen wir uns frei und lebendig? Im Herzen. Und das heißt, du kannst dadurch, dass du die Trennung mit dem Herzen verarbeitest, also seine oder ihre neue Beziehung akzeptierst und dich sogar wirklich freust, weil du das in dir kultivierst, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Du sorgst dafür, dass der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin tatsächlich realisiert, dass du ihn oder sie wirklich liebst und nicht nur an diese Liebe eine Bedingung stellst, damit diese Liebe sein kann. Und zweitens, deine Trennungsschmerzen lassen viel, viel schneller nach. Du bist viel schneller wieder in deinem Leben, in deinem Herzen angekommen und kannst besser leben. Natürlich ist das Ego auch wichtig, bei der Trennung zu arbeiten, aber es ist jetzt allgemein besser, eben auch das Herz bei Trennungen zu schulen, weil es dich extrem boostet. Das Ego ist insofern wichtig, dass du dich eben vor bestimmten Situationen und Menschen abgrenzen solltest, gerade wenn es sich um toxische Konstellationen handelt. Okay, also der nächste Schritt war also, dass du mit der bedingungslosen Liebe arbeitest, in die Vergebung gehst und dich in dieser Hinsicht weiterentwickelst und die Trennung verarbeitest und keine manipulativen Spielchen versuchst. Als nächstes ist jetzt ein ganz wichtiger Schritt, dass du in die Weiterentwicklung gehst. Ja? Der Ex-Partner, die Ex-Partner hat eine neue Beziehung und du lässt es erstmal alles links liegen und kümmerst dich jetzt wirklich nur um dich. Weiterentwicklung heißt, dass du dein Leben dir aufbaust, das dich glücklich macht, das dich erfüllt, das dich selbstbewusst macht und vor allem, das dich unabhängig machst. Das dafür sorgt, dass du ohne Ex-Partner und ohne Ex-Partnerin glücklich sein kannst oder mit ihm oder ihr maximal nur mehr glücklich wärst, glücklicher wärst, als du es so oder so schon bist. Das ist der Kern von Weiterentwicklung. Ja, da passiert echte Weiterentwicklung. Und das machst du allein durch den Spiegel, den dir diese Trennung gibt, schon am besten, indem du diesen Spiegel nutzt und dir anschaust. Das heißt, du entwickelst dich nicht weiter, weil du irgendwelche Punkte aufschreibst, sondern schau wirklich drauf, so, was spiegelt mir der Ex-Partner, die Ex-Partnerin gerade, wo ich mich in meinem Leben wirklich weiterentwickeln kann, wo ich noch unglücklich bin, wo ich immer wieder Abhängigkeiten aufbaue, wo ich immer wieder versuche, Ängste durch Beziehungen zu befriedigen, wo ich mir selbst einfach noch nicht gut genug bin. Und diese Ängste löst du dann auf, schaust du dir an, dann guckst du, womit resoniert dein Herz in deinem Leben, womit resoniert es nicht, wo brauchst du wirklich Entwicklung und Veränderung. Und dann arbeitest du an dir und gehst in diese Transformation, die diese Situation, diese Lebenssituation, in der du gerade bist, diese Situation der Trennung und des Schmerzes einfach offenbart und ermöglicht. Und wenn das passiert, ja, du gehst in die Weiterentwicklung, du gehst in die Herzverarbeitung der Trennung, das heißt, du gönnst ihm nicht nur aus einem Gedanken heraus eine neue Beziehung oder ihr eine neue Beziehung, sondern aus dem Herzen heraus, weil du das Herz geschult hast durch diese Trennungsverarbeitung, dann im Laufe der Zeit, es ist nur noch eine Frage der Zeit, also nicht überall, aber wirklich bei sehr vielen Beziehungen, wo eine neue Partnerschaft eingegangen ist, dass es eben in dieser Beziehung irgendwann kriselt. Und dann, wenn du dich so vorbereitet hast und diese Dinge umgesetzt hast, kommt meistens der Ex-Partner, die Ex-Partnerin von ganz alleine auf dich zu. Du musst da gar nicht mehr allzu groß kämpfen.
Er oder sie kommt von ganz alleine zu dir. Oder du gehst dann eben einen Schritt auf ihn oder sie zu, wenn du merkst oder mitbekommst, es stimmt in der Beziehung gerade etwas nicht und die gehen vielleicht wieder auseinander. Und dann haben wir folgende Situation. Er oder sie geht einen Schritt auf dich zu. Du hast dich extrem weiterentwickelt, du bist glücklicher, du strahlst mehr, du hast viel mehr Liebe in deinem Herzen für dein Leben, du bist viel unabhängiger, du bist viel selbstbewusster, du brauchst ihn oder sie eigentlich gar nicht mehr glücklich zu sein, aber jetzt, wo er da ist, wärst du sogar halt glücklicher mit ihm oder ihr. Und du hast ihn oder sie gleichzeitig damals gehen lassen in diesem Gefühl und in diesem Ausdruck von bedingungsloser Liebe, von ich liebe dich wirklich. Und das wird auch immer so sein, das werde ich immer so in meinem Herzen lassen. Und ich brauche von dir nichts im Gegenzug zurück. Und das wird ihn oder sie nochmal doppelt beeindrucken, dass du wahrscheinlich doch die richtige Person für ihn bist. Wichtig ist dabei, dass das immer von dir kommt und aus deinem Innersten kommt und dass du es niemals tust, um den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin zurückzubekommen. Das ist der größte Trick, den es dabei gibt und auch der schwerste, weil sobald du es für ihn oder sie tust, du sofort in einem Mangelbewusstsein bist. Und Mangelbewusstsein macht dich sehr, sehr unattraktiv. Das heißt, arbeite mit dem hier und nicht mit dem hier und deiner Angst. Wenn du mit dem hier arbeitest, um ihn zurückzubekommen oder sie zurückzubekommen, arbeitest du mit der Angst. Wenn du mit dem hier arbeitest, arbeitest du aus dem Herzen, aus der Fülle. Und das ist sozusagen dann der letzte Schritt, dort einfach abzuwarten und dann die Situation im richtigen Moment zu nutzen. Wichtig ist, eine Kontaktsperre solltest du immer nur einsetzen, wenn erstens der Ex oder die Ex-Partnerin nicht will, nicht auf dich eingeht und es dir einfach nicht gut tut. Wenn der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin es mit der neuen Beziehung wirklich ernst meint, das heißt, es wird eine richtige Beziehung, die bleiben ewig zusammen, werden wahrscheinlich heiraten, dann musst du in die Kontaktsperre gehen, dich da rausziehen, das tut dir sonst nicht gut. Und ganz wichtig, wenn der Ex oder die Ex-Partnerin das einfach nur gemacht hat, um dich zu verletzen. Also die ganze Aktion mit der neuen Beziehung wurde nur eingebrüsselt, um dich zu verletzen. Weil dann handelt es sich sehr wahrscheinlich um eine toxische Person und von dieser Person solltest du Abstand nehmen. Zudem solltest du die folgenden Regeln beachten. Vermeide, dass du dich von ihm oder ihr warm halten lässt. Freundschaften sind erlaubt, aber nicht, wenn er die Freundschaft oder sie die Freundschaft mit dir hält, um dich einfach nur warm zu halten, wie das dritte Rad im Wagen. Damit machst du dich extrem unattraktiv. Weiterhin solltest du dich niemals einmischen, das ist ganz wichtig, wenn eben beide in einer Hochphase der Verliebtheit oder Ähnliches sind oder sich gerade frisch kennengelernt haben, weil dann wird die Entscheidung immer gegen dich fallen. Und die letzte wichtige Regel, vermeide Strategien wie Eifersucht auszulösen, Manipulation, Push and Pull oder irgendwie, dass du nach außen etwas ausdrückst, was du im Inneren gar nicht bist, wo du dich gar nicht entwickelt hast. Alles, was passiert, ob das nun die bedingungslose Liebe ist, ein Leben, bei dem du glücklich bist, im Herzen bist, ein Leben, das dich unabhängig macht, frei von Ängsten, in dem inneren Kind wachsen, wie die Angst, nicht gut genug zu sein, die Angst, nicht geliebt zu werden und so weiter. Alles das musst du in dir wachsen lassen. Das muss in dir passieren. Das ist ein Prozess der Transformation. Nur wenn du das schaffst, wirst du ihn oder sie auch langfristig wirklich halten können und dafür sorgen, dass er oder sie sich wirklich wieder zurück in dich verliebt. Nicht so 100%, diese Formel gibt es nicht, aber das ist die einzige und beste Chance. Denn wenn du nicht in der Veränderung bist und dich wirklich verändert hast und die Veränderung sichtbar, merkbar ist, welchen Grund gibt es dann nochmal in eine Beziehung zu gehen mit einer Person, die aufgrund dieser fehlenden Veränderung wieder genauso enden würde wie damals, nämlich mit einer Trennung? Es gäbe keinen Grund. Und der einzige Grund ist deine wirkliche Veränderung. Und die muss im Inneren passieren. In diesem Sinne hoffe ich, dass du viel Gutes mitnehmen konntest für dich und freue mich auf dich im nächsten Video.